Hey Leute, willkommen zurück zu Empyrion. Wir sind Lost in Space sozusagen. Wir sind jetzt hier schon seit 2 Folgen unterwegs und suchen Promethium und finden das hier auf unserem Planeten nicht, der eigentlich wunderschön ist. Aber in dem Bereich zeigt er uns hier vollkommen die kalte Schulter. Und seitdem diese blöden Zirax uns auch noch das Motorrad weggeschossen haben unterm Arsch, sind wir natürlich auch noch sehr langsam unterwegs. Wir sind quasi im Prinzip auf dem Weg nach Hause. Ja. Also, ich vergesse das immer wieder. Shift gedrückt halten. Sammeln halt auf diesem Weg ein paar Pflanzen ein, die wir finden. Töten ein paar Spinnen. Und hoffen immer noch Promethium irgendwo zu finden. Ich packe jetzt mal den Erdscanner in den Gürtel. Vielleicht hilft das. Naja, immerhin mal ein Level nach oben geschafft. Ei, ei, ei. Da werden wir noch sehr lange unterwegs sein, immer noch. Ancient Outpost. Die sind. Ich glaube, früher waren, wenn da Aliens sein sollten, waren das, glaube ich, immer die freundlichen Aliens. Da sind aber ein paar Viecher meistens noch rumgelaufen, die aggressiv waren. Naja. Ich würde mal sagen, wenn wir hier sind, dann gucken wir uns das auf jeden Fall doch mal an, ne? Vor allem bin ich gespannt, wie das mittlerweile aussieht. Ich ja doch so viele Alphas ausgesetzt habe. Nochmal heilen hier und da drüben sind gleich 3 von den Dingern. Auch hier ist noch einer, 4. Das bedeutet, ich kann mich nochmal 2-mal heilen. Ach, da ist noch einer. Ein ganzes Feld hier. So, davon machen wir uns nochmal 2. Dann so viel Riegel wie geht. Ah, jetzt bin ich schon wieder im Zirax-Gebiet. Nö. Da haben wir keine Lust drauf. Beim letzten Mal musste das Motorrad dran glauben. Wer weiß, ob nicht dieses Mal ich dran glaube, weil die schienen deutlich besser bewaffnet zu sein wie ich.
Ja, wir müssen ja eh nach Hause, müssen wir eh da runter. Irgendwann geben wir es denen, irgendwann geben wir es denen. Lass mich in Ruhe. Beeren, das sie waren doch immer früher. Be ah, da muss nur nah genug rangehen. So, dann haben wir den nämlich auch zweimal. Ne, das war gar kein Bärenbaum. Können wir ruhig eigentlich zwischendurch mal mitnehmen? Dauert ja jetzt eigentlich immer nicht so lange. Das nehme ich alles mit. Wer weiß, wie lange wir noch unterwegs sind und uns hier unterwegs verpflegen müssen. Na, hier kommen wieder viele Steine, dann bleiben wir mal bei Rohstoffabbau.
Aber ganz ehrlich, hier muss es doch irgendwo andere Minen geben, wie die drei, die ich entdeckt habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, man kriegt schon ein bisschen Gefühl dafür, wie die Dimensionen in diesem Spiel sind. Es ist natürlich noch unheimlich viel hier überall zu entdecken auf dem Planeten. Da können sich die ganzen Minen auch noch rumtummeln. Wir wollen mal öfter anhalten. Das mit der Ausdauer ist echt krass. Die ist echt ganz schön schnell unten. Und baut sich da nur ganz langsam wieder auf. Oh, bin ich froh, wenn wir wieder ein Motorrad haben. Wir haben zwar auch den Bodengleiter, aber wir haben leider keinen Sprit für ihn. So, dann gehen wir jetzt mal hier durch die Berge. Vielleicht haben wir da ja ein bisschen mehr Glück mit Erzminen.
Ja, wir haben mal einen schönen Ausblick über den riesen See hier. Und es geht noch höher. Hier darf ich nicht mehr hoch. Ist zu steil, oder was? Oder geht's noch höher? Ein bisschen geht noch. Ja, noch haben wir es nicht geschafft. Aber ich glaube, wir sind gleich auf einem der höchsten Gipfel, die es hier gibt. Da ist noch ein gewaltiger Ritt nach Hause. Da hinten irgendwo muss es sein. Ja, also mit Springen kommen wir schneller voran, wenn wir uns erholen wollen.
Eieiei, wieder Spinnen. Vier. Na, wo ist die vierte? Ancient Watchtower. Mal sehen, ob der wieder im Zirax-Gebiet ist oder ob ich da mal hin kann. Sollen wir so einen mittelalterlichen Turm darstellen? Er ist so grün. Strahlt das hier auch, oder was? Tja, und hier scheint es auf jeden Fall irgendwie nichts zu geben. Naja, hat man ihn mal gesehen. Also immer noch keine Mine, das gibt's gar nicht.
Jetzt leckst das hier wieder. Also ich bin richtig geschockt, dass es so wenig Minen gibt, dass also da dem, was ich jetzt hier aufgedeckt habe, boah, da hätte man früher unheimlich viele Minen wahrscheinlich entdeckt. Naja, also der nächste Trip geht dann mal auf die Südhalbkugel, sage ich mal so. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich wollte es nicht sagen, ey. Ich höre hier doch schon wieder jede Menge Spinnen. Wo ist die andere? Der hinten läuft so rum. Jetzt wird das Wetter auch noch schlechter, starker Regen. Ah ja, das sind diese friedlichen Außerirdischen, die es auf diesem Planeten gibt. Wird denn noch angezeigt, wie viele Minen es überhaupt gibt? Ja. Es gibt unheimlich viele. Super. Regen. Sah aber ganz cool aus mit dem Blitz.
Tja, und mit diesem trüben Wetter, ne, lasse ich euch jetzt hier alleine. Das ist das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.